Schüttingpreis 2016, Platz 1. Biozon Food Innovations GmbH. Hallo, mein Name ist Matthias Kück. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer der Biozon GmbH mit Sitz im schönen Fischereihafen von Bremerhaven. Die Firma Biozon beschäftigt sich seit der Gründung mit innovativen Lebensmittelkonzepten mit dem Schwerpunkt der Texturierung von Lebensmitteln. Wir sind dabei Miterfinder des sogenannten Smooth Food Konzeptes. Dieses ist ein Ernährungskonzept für Menschen mit Kau- und Schluckstörungen. Davon sind alleine in Deutschland mehr als 5 Millionen Menschen betroffen. Die wichtigste Kostform des Smooth Food Konzeptes ist dabei die sogenannte gelierte Kost. Hierfür haben wir ein Geliermittel entwickelt, welches regenerierbar ist bis 80 Grad. Das heißt, ich nehme das frische Lebensmittel, püriere es, hebe das Geliermittel unter, muss es kurz einfrieren, damit es geliert. Danach kann ich es bis 120 Grad regenerieren. Das kann kein Geliermittel der Welt. Zum Smooth Food Konzept gehören weitere Kostformen. Das geht los mit der sogenannten basalen Stimulation. Diese richtet sich an Sonnenpatienten, das heißt Menschen, die gar nicht mehr normal ernährt werden können. Hier ermöglicht unser Produkt, einen badewannenartigen Schaum aus einem flüssigen Lebensmittel herzustellen, der zur Mundraumbefeuchtung und zur Geschmacksgebung dient. Ein ganz wichtiger Bereich ist die Getränkeandickung. Hier haben wir ein Andickungsmittel entwickelt, welches sämtliche Getränke in der Konsistenz verändern lässt. Das heißt, das, was vorher flüssig wird, bekommt eine honigartige Konsistenz. Unser Alleinstellungsmerkmal ist dabei, dass es kein Nachdicken gibt. Das heißt, die Konsistenz bleibt den ganzen Tag konstant. Die vierte wichtige Kostform in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Schaumkost. Diese richtet sich an Menschen, die unter sehr schweren Kau- und Schluckstörungen leiden. Das heißt, für die gelierte Kost nicht mehr in Frage kommt. Mithilfe eines von uns entwickelten einzigartigen Texturgebers lassen sich sämtliche flüssigen oder verflüssigen Lebensmittel dabei in einen kompakten Schaum verwandeln. Seit bereits 3 Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema 3D-Drucken von Lebensmitteln. Uns ist es gelungen, als erste Firma weltweit im Jahr 2014 Erbsen und Blumenkohl zu drucken. Dennoch muss man sagen, dass dieses Verfahren immer noch in den Kinderschuhen steckt und sicherlich noch einige Jahre an Forschung und Entwicklung bedarf, bevor daraus ein kommerzieller Prozess wird. Der 3D-Druck von Lebensmitteln hat das Potenzial, die Lebensmittelproduktion in der Zukunft zu revolutionieren. Wir als Biozon waren von Anfang an dabei und ich bin überzeugt, dass wir eine wichtige Rolle dabei spielen können und werden.